Hier im Sinkflug auf Paris Charles de Gaulle Airport ja, befinden wir uns und fliegen in der im winterlichen Frankreich, ja, wobei in Paris hört dann der Schnee gleich auf. Hier ist unser Airport, da wollen wir hin, der Paris Charles de Gaulle Airport. Und ja, wir sinken hier mit 1700, 1800, 1900, 2000 Fuß die Sekunde. Die Sekunde, genau, wir stürzen aus dem Himmel. Nee, die Fuß die Minute, ja. Hier ist ja generell alles in etwas anderen Einheiten. Hier die Geschwindigkeit in Knoten, die Höhe in Fuß und ja, natürlich die Steig- und Sinkrate hier in Fuß pro Minute. So, und bei mehr RAM drehen wir ein und fliegen unserer Route weiter hinterher, die da ein bisschen halt so verläuft, wie sie verläuft, aber... Das ist halt so eine typische Route, die man wählen kann. Also es geht nicht immer direkt vom einen Flughafen zum nächsten, sondern das sind Routen, die dann halt gewisse Luftstraßen entlang führen, damit nicht alles kreuz und quer ist. Hat man auch in der Luftfahrt die unsichtbaren Luftstraßen, ja, die einfach dabei helfen, das Ganze strukturiert zu halten und koordinierbar. Wenn man mal auf Flightradar 24 schaut, einer coolen Seite, wo man ja immer schauen kann, wo was für Flugzeuge fliegen und so weiter, dann sieht man da auch, besonders wenn es jetzt irgendwie von Europa nach Saudi-Arabien bzw. Asien Richtung Indien runtergeht, da sind auch echt Luftstraßen, da fliegen alle Flugzeuge hintereinander wie auf der Hühnerstange in einer Reihe lang. Das ist schon ziemlich interessant, also schaut mal vorbei, Flightradar 24, dann sieht man die Flugzeuge in Echtzeit entlang fliegen. Und... da sieht man dann besonders deutlich diese Luftstraßen auch. Wie wir sie hier auch benutzen, haben wir in der ersten Folge auch alle oder in der zweiten Folge eingegeben. Ich weiß schon gar nicht mehr. Hier in unseren Flugplan. Genau. Unser nächster. Ah, nee, das heißt gar nicht mehr RAM. Das heißt Xeram. Nee, ist ja auch egal. Unser nächster Wegpunkt Xeram. An dem wir eben dann drehen. Ja, eindrehen werden. Finden uns noch auf 22.000 Fuß. Ich tue mal ein bisschen hier beschleunigen die Simulationsrate nicht auf 8-fach diesmal, sondern nur 4-fach. Und wir kommen hier aus dem Schneegebiet raus. Ziemlich snowy hier. Und da ist schon der Airport. Und wir drehen ein. Ja, wir sinken ziemlich gut eigentlich. 18.000 Fuß, 17.000 Fuß und so weiter. Fliegen hier entlang, genießen nochmal die Aussicht, hier lassen die Schneeregion hinter uns. In Frankreich gibt es anscheinend keinen Winter. Zumindest nicht in Mittel- und Westfrankreich. Laut dieser Karte. Nee, Quatsch. Da haben wir auch schon Paris mit der Seine, die hier durchfließt. Ich glaube, das ist die Seine, oder? So heißt der Fluss. Schauen wir mal, wann wir den... Ach, da haben wir den Punkt erreicht, wo wir dann praktisch zu Ende gesunken sind. Und von dort aus können wir dann den ILS-Anflug übernehmen. Da sind wir dann praktisch auf 3000 Fuß hier bei diesem Pfeil und können dann auch weiter sinken. Also, ja, wir haben es dann erreicht. Wir kommen von oben an und können dann aber gleich weiter sinken, weil wir wollen ja hier auf dem Flughafen hier landen. So, ich schalte schon mal das ILS ein. Und sobald wir nah genug am Flughafen sind, ja, wird es hier ein ILS-Signal orten. Wie in unserer Cessna angezeigt durch diese... Oh, weia, jetzt kommt hier die Durchsage und die Wolken. So, jetzt sind wir hier bald da. Jetzt wird's aufregend, ja. Ich sag's euch. Ja, wie gesagt, wir haben das ILS angeschaltet und jetzt kommt die... Ja, ach so, ja, stimmt. Klar, also das war jetzt die Checklist im Schnelldurchlauf. Leitertendenz, noch 4 Minuten, prepare for landing. Drehen so viel. Das war jetzt die Checklist im Schnelldurchlauf. Jetzt redet die schon wieder. Ich hatte aber die Geschwindigkeit noch auf 4-fach, von daher ist schon klar. So, jetzt aktivieren wir hier bei Performance die Approach Phase. Und klicken hier auf Approach, dann fliegt er die ILS-Route lang. So.
Okay. Ja, das ist alles ein bisschen komisch, verwirrend und ein bisschen anders. Aber wir machen das schon. Wir haben jetzt ILS aktiviert. Hier ist ein bisschen neblig, also sehen wir sowieso nichts. Von daher ist schon gut, wenn der uns ein bisschen steuert. Wir haben jetzt hier die Approach Phase aktiviert. Ja. Und. Transition Altitude. Baro Reference is set und Crosscheck. 1019er. 1019er. Ja. Checked. Genau, wir haben jetzt die Transition Altitude überquert. Das heißt, wir haben wieder das von Standard auf den spezifischen Luftdruck hier lokal geändert. Der sich ständig halt verändert auf niedrigen Höhen. Und genau. Haben hier den ILS aktiviert, der uns im Prinzip geradewegs auf die Landebahn zulotst. Und haben hier Approach aktiviert. Das heißt, der Autopilot fliegt jetzt auch das ILS und hält jetzt nicht bei 3000 Fuß oder so noch an oder so. Glide Slope captured. Den Glide Slope haben wir, das heißt ja praktisch der Winkel, der perfekte Winkel, um auf die Bahn zu kommen. Der Localizer ist auch, da sieht man hier an dieser Raute, also der Glide Slope ist auf dieser Raute, die Sinkhöhe eben, auf mit der wir auf die Bahn sinken, und der Localizer Flaps ist. One? Ja, Flaps One machen Speed wir mal. Flaps One. Und der Localizer, der sorgt dafür, dass wir richtig zur Bahn ausgerichtet sind. Wenn er in der Mitte ist, dann fliegen wir exakt auf die Bahn zu. So. Ja, die sagen jetzt wieder ganz viele Sachen und so, da muss man einfach ein bisschen machen. Ich glaube, ich schalte auch wieder hier die Checklist den Co-Pilot an, dann soll die das machen, damit wir uns zum einen auf die Landebahn konzentrieren können, die zum anderen off. Uns nicht so lange hier voll quatschen. Genau, dann macht die Frau alles und wir können hier in Ruhe fliegen und landen. So, bei 2500 Fuß. Localizer captured. Genau, der Localizer, den haben wir jetzt. Bei 2500 Fuß werden wir auch dann das Fahrwerk ausfahren. Und ihr seht, obwohl wir 3000 Fuß hier eingestellt haben, fliegt er drunter, weil er eben jetzt dem ILS folgt, also dem Pfad, der uns hier praktisch auf die Landebahn bringt, geradewegs. So, die drehen hier ein paar Sachen ein, ne? Die Geschwindigkeit wird automatisch korrigiert, weil wir haben hier immer noch Speed-Automatik-Einstellung. Und Autothrust. Jetzt kommt noch eine Durchsage und dann können wir landen. Wir sehen echt noch nichts hier. Es ist ja echt krass, wie neblig das ist. Flaps 2. Aber wir kriegen das hin. Speed-Check, Flaps 2. Flaps 2, jetzt haben wir die Landeklappen weiter ausgefahren. Einen Moment, das zeige ich gerade mal. Hallo? Oh oh. Nein! Nein, 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 nicht ab. Oh, nee. So, da wären wir wieder. Ja, das passiert, wenn man. Naja. Oh, wenn man euch zeigen will, wie die Flaps ausgefahren aussehen. Ich bin kurzerhand einfach nochmal nach Paris geflogen. Weil, naja, es ist abgestürzt und danach konnte man es halt auch nicht wiederherstellen, aber wir fliegen halt gerade jetzt nochmal nach Paris und haben wieder hier alles so eingerichtet, hoffentlich mehr oder weniger. Wir haben jetzt keine Checklists mehr, weil ich das ein bisschen abgekürzt habe, aber das ist ja auch egal. Und genau, wir werden hoffentlich gleich landen. Die Autobreak setzen, auf Maximum brauchen wir die nicht. Die setzen wir einfach mal, damit wir, in Paris eben, gescheit landen können und, ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen außer Plan, also sorry dafür, So, ich muss mich hier erst wieder ein bisschen einrichten. Wir sehen hier leider gar nichts. Normalerweise übernimmt man bei 1000 den Autopiloten wieder, dass man da selber steuert. Aber dadurch, dass halt ich nichts sehe, kann ich leider gerade noch auch nichts übernehmen an Aufgaben. Oh Gott, ist das hier eine schlechte Sicht. Also ja, so seht ihr, wie man beim Nebel landet, aber wir sollten hoffentlich perfekt rauskommen. Denke ich. Ja, sobald man die Landebahn sehen kann, übernehme ich. Und das ist jetzt der Fall. Ja, lassen wir noch ein bisschen. Ja, jetzt fliege ich per Hand.
Ja, ist okay. Beschwer dich nicht so. Ja, ist okay. 400. So. 300. Das Fahrwerk ist unten. Okay, gut. Muss auch mal sichergestellt werden, ne? Minimum. Speed. 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 So. 100. Speed. 70. 60. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. Und wir sind gelandet. Wir machen die Schubumkehr an. Drehen hier ein bisschen hoch. Hoch, oh je, oh je. So, sorry, ich bin gerade total verplant hier. Jetzt bin ich gerade auf meinen Knopf gekommen, um die Sicht zu wechseln. Den wir hier natürlich gar nicht brauchen können. Okay, wir sind in Paris schon sicher gelandet, ja. Es war jetzt nicht die beste Landung. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass hier das reale Wetter anscheinend so neblig sein soll. Gut. Ihr könnt das gar nicht nachvollziehen. Ich bin echt voll aus dem Plan gekommen, ne, nachdem das abgestürzt ist. Das ist echt unglaublich. Genau. Wir taxien hier erstmal runter und dann schauen wir uns mal die Sofortwiederholung an. Und schauen, wie wir weiterverfahren. Jedenfalls, ja, wir sind hier gelandet und so. Eigentlich war der Landeanflug ganz gut und so weiter und so fort. Wir sind wunderschön auf dem ILS geflogen und jetzt halten wir hier einfach mal an. Möglichst ruhig. So, ganz ruhig. So, alles klar. Ich setze mal die Bremsen und jetzt zeige ich euch mit größter Behutsamkeit, wie unsere Flaps ausgefahren sind. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Schaut hier, die Flaps sind voll ausgefahren. Jetzt sind die hier nach unten eben geklappt. Ja, wir sind hier in Paris gelandet. Schauen wir uns mal an. Die Landung war nicht die beste jetzt. Ich hätte mir es besser gewünscht, aber ich war echt ein bisschen verplant jetzt, ne? Tatsächlich. Weil das irgendwie mit dem Absturz mich jetzt aus dem Konzept gebracht hat. Aber das habe ich schon dreimal gesagt. Inzwischen wisst ihr es. Wir schauen uns einfach mal die Landung an. Ich bin letztendlich ein bisschen zu tief gekommen. Also sieht man auch an diesen Papi-Leuchten hier, die irgendwie ja plötzlich rot wurden. Wisst ihr schon aus dem Video, wo ich Cessna geflogen bin, dass das nicht ganz so gut ist. Aber ja, ich habe auch sehr stark hochgezogen. Aber die Landung war doch sanft eigentlich. Langsam, ja, okay. Eigentlich ging's. Gut, es war nicht ganz, ganz mittig und da habe ich jetzt die Sicht, den Knopf gedrückt, wo ich die Sicht verändert habe. Und dann wusste ich nicht mehr, wo ich hinfahre. Das war natürlich etwas unpraktisch, aber an sich war es gar nicht so schlecht. Müssen wir uns nochmal anschauen. Erstmal die Sicht ändern. Luftfahrzeug. Gearview. Genau, schauen wir uns hier einfach mal an, wie das Fahrwerk aufgesetzt ist. Sofortwiederholung, 120, Start. Ja, okay. Ich sag's nicht nochmal, dass die Landung jetzt nicht perfekt war. Ich hätte mir es besser gewünscht, vielleicht hätte es auch beim ersten Mal besser funktioniert, aber dann ist es abgestürzt. Also, ich ziehe eine Lehre daraus, euch nicht während des Fluges zu häufig irgendwie die Außenhaut des Flugzeugs zu zeigen. So, da haben wir hochgezogen, den sogenannten Flare. Oh, war doch ein bisschen hart, aber ging noch eigentlich. War noch im Rahmen, oder? War noch im Rahmen, komm. Komm, das ging noch. Gut, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt auch keine Checklists mehr hatten, weil ich im Schnellverfahren ja wieder hier hingeflogen bin, hatten wir jetzt auch niemand, der uns anweist, wie wir hier genau landen sollen, aber das braucht man ja auch nicht, ne? Normalerweise hätte die Tussi dann gesagt, ja, hier Autobrakes einstellen und Spoilers armen und das, beziehungsweise jetzt war es gerade nicht eingestellt, aber ich hatte es schon gemacht, denke ich zumindest. Ja gut, auf jeden Fall, ihr habt so ungefähr einen Eindruck bekommen. Wir werden vielleicht in Zukunft noch ein paar weitere Flüge machen, wo hoffentlich kein schwerwiegender Fehler mehr auftritt. Genau. Wir können jetzt natürlich noch zum Gate fahren, was ich aber nicht mehr ganz machen werde. Ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen Endwort fassen und währenddessen hier ein bisschen rumrollen, dass es nicht allzu langweilig wird. Huiuiui, das geht ja schon schnell mit dem Lenken hier. Weil der Pariser Flughafen ist doch ziemlich groß eigentlich. Und da möchte ich jetzt nicht unbedingt hier bis zum letzten Gate rollen hier, weil das sehr lange dauern könnte. Aber wir rollen einfach mal ein bisschen und ich finde noch ein paar letzte Worte. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, hier ein bisschen zu schauen, wie so ein großer Airbus hier funktioniert, ja.
Wie gesagt, ich lerne auch immer wieder einen Haufen dazu. Und ach, die Landung ärgert mich ein bisschen, ne? Das war schon, ja, wir schauen es einfach nochmal an. Wisst ihr was, Leute? Die Sofortwiederholung ist ja sowieso so eine geniale Funktion. Okay, das war zu viel, zu wenig, meine ich. Ja, Sichten, Sichtmodus außen. Ach Gott. Wir schauen es einfach nochmal an. So schlimm war es jetzt auch nicht. Es war halt ein bisschen härtere Landung, aber das sieht man auch, wenn man echt mal fliegt. Gut, wir haben sehr stark hochgezogen. Es lag daran, ja. Aber es hielt sich noch in Grenzen. Es war noch in Ordnung. Ich fand es noch in Ordnung. Es war vielleicht ein bisschen härter, aber sowas erlebt man auch nur, wenn man im echten Flugzeug mitfliegt, dass der Pilot mal nicht so ganz zusammen landet. Aber es ist ja auch so, muss man sagen, dass auch nicht immer die sanfteste Landung die beste ist. Weil bei manchen Wetterlagen ist es sogar sinnvoller, härter zu landen, damit man sicherer landet. Ja, also von daher, wir haben ja auch eine schlechte Wetterlage. Gut, naja, gut, wahrscheinlich. Also Nebel ist jetzt eigentlich nicht so der ausschlaggebende Punkt. Der beeinträchtigt ja nur die Sicht und nicht das Flugverhalten, aber vielleicht Nässe oder sowas. Da ist es dann schon vielleicht so, dass man auch ein bisschen härter landen kann und das kein Problem ist. Ja, wir rollen jetzt hier einfach mal über die. Über Approaching 08. Ja, ist mir klar, aber ich rolle jetzt hier einfach drüber, weil ich es kann. Genau, von daher, es war noch alles in Ordnung. Auch wenn ich es mir vielleicht gleich ohne Abstürzen gewünscht hätte. Mit den Checklists dann eben, die wir gekriegt hätten, wenn es nicht abgestürzt wäre. Und halt eine schönere Landung, aber mein Gott, das war der erste Flug. Genau, ich werde auch noch viel dazu lernen und ihr vielleicht hoffentlich auch, wenn ihr vielleicht hier ein bisschen reinschaut und so. Mir hat es sehr gefallen. Oh, wir kommen ja doch noch ans Gate hier, ne? Mir hat es sehr gefallen. Ja, ich habe eigentlich schon Lust, hier noch ein paar mehr Flüge zu machen. Wir wollen einfach hier ins erste Gate kommen. Ich habe schon noch Lust, hier ein paar mehr Flüge mit euch hier zu machen im Flight Simulator X. So, tun wir mal hier schön, tun wir mal schön ranrollen. Er gehört eigentlich schon zu so einem vollendeten Flug ans Gate zu rollen. So, schauen wir mal, ob wir das gut hinkriegen. Schauen wir mal, Parkbremse rein und dann schauen wir uns mal außen an, ob wir das gescheit hingekriegt haben. Oha, Leute, schaut euch das an. Gut, wir stehen auf der ersten Linie, aber wir sind haargenau mittig. Haargenau mittig. Das ist gar nicht so einfach zu steuern, aber wir sind exakt mittig. So, ja, okay. Dann war es das auch für heute. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Lasst ein bisschen Feedback da. Schreibt rein, wenn ihr noch bisher geschaut habt, falls es da einen gibt oder so. Würde mich echt freuen. Fände ich echt cool. Und schlagt vor, wo wir nächstes Mal hinfliegen sollen. Ich habe schon einen Vorschlag gekriegt. Vielleicht mache ich das mal. Allerdings wollte den A340, glaube ich, sehen, aber so einen habe ich leider nicht. Deswegen, ja, Strecken vorschlagen mit Flugzeugen bin ich allerdings noch ein bisschen eingeschränkt auf A320 und 21, weil die Standardmodelle ohne Add-on sind irgendwie nichts. Nee, die muss man sich nicht geben. Und genau, und dann werde ich vielleicht, also ich habe Lust, öfter mal Flugsimulator zu machen und das werde ich vielleicht dann auch demnächst machen und so. Auf jeden Fall, das fand ich jetzt erstmal eigentlich ganz schön als Einleitungsflug. Ich habe ein bisschen was erklärt und das werden wir vielleicht noch ein bisschen ausbauen und sowas. Also ich glaube, das wird eine ganz coole Sache. Wir sind hier haargenau eingeparkt, ja, ein bisschen noch zu weit hinten, aber das passt. Und stehen hier in Paris sicher am Gate. Also ich meine, das ist ja schon immerhin was und bei dem Nebel sehr erfreulich. Mir hat das ultra viel Spaß gemacht. Ja, tatsächlich, also irgendwie, ja, Flugsimulation ist schon so eine Sache. Wenn man sich dafür interessiert, dann ist das schon was echt Feines. Und genau. Deswegen freue ich mich, euch in den nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich nun endgültig. Lasst doch mal ein bisschen Feedback da und sowas. Würde mich sehr freuen. Vielleicht auch einen Daumen eurer Wahl, ob oben oder unten. Ihr seid nicht gebunden. Irgendwie mal im Reim einfließen zu lassen. Ja, wie auch immer. Bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.